Vielleicht hast du gerade deinen Urlaub gebucht und kannst noch kein Wort der Landessprache. Oder es gibt dieses eine Wort, das du dir einfach nicht merken kannst. Wir haben jetzt für dich die Top 3 Mnemotechniken zum effektiven Sprachenlernen, mit denen du schon in ein paar Wochen bessere Erfolge erzielen kannst. Damit du weißt, wie es geht, haben wir mit Expertinnen aus den Gebieten Gedächtnistraining und Sprachforschung gesprochen und bringen jetzt das Ganze für dich auf den Punkt. Aber Moment mal, was sind jetzt überhaupt Mnemotechniken? Memorierungstechniken, kurz Mnemotechniken, sind Techniken, die es deinem Gehirn erleichtern, sich Dinge zu merken. Also eine Methode, die du auch super zum Sprachenlernen verwenden kannst. Wenn auch du ein Gedächtnisprofi wie Sherlock Holmes werden willst, solltest du jetzt dranbleiben. Wir zeigen dir, wie dir beispielsweise dein Kühlschrank und ein Karussell beim Lernen helfen können. Wir lernen einfach leichter, wenn wir uns dabei bewegen. Denn dabei kannst du dir die sensorischen und motorischen Reize zunutze machen. Dabei hilft es auch schon, wenn du dich beim Lernen einfach irgendwie bewegst. Mensch, sitz nicht immer. Nimm mal dein Vokabelteil, geh doch mal raus, die Sonne scheint heute. Und lerne im Gehen und du wirst merken, das macht dich frisch, das macht dich wach und du kannst besser lernen. Du kannst aber auch die Bewegungen gezielt inhaltlich an deine neuen Wörter anpassen. Nimm dir dazu einfach die erste Bewegung, die dir zu dem Wort oder Satz einfällt und sag dies dann mehrfach dazu laut auf. Gleichzeitig machst du dann die zugehörige Bewegung. Wenn ich ein neues Wort lernen möchte, ist es klug, mir zu überlegen, mit welcher Bewegung kann ich das verbinden. Gerade bei Wörtern, die vielleicht nicht so direkt sich in mein Gehirn hineinnesteln wollen, sondern sich so ein bisschen sträuben. Nehmen wir als ein Beispiel mal ein norwegisches Wort. Hausschlüssel heißt Hüsnöckel. Und jetzt könnte ich mir sagen, okay, ich male das Haus, das wäre das Wort Hüs. Und dann habe ich den Nöckel und mit dem schließe ich auf. Bei der Story-Technik erleichterst du deinem Gehirn das Abspeichern einzelner Wörter oder Begriffe, indem du sie dir innerhalb einer Geschichte merkst. Dein Gehirn liebt nämlich Geschichten und kann sich konkrete, bildhafte Vorstellungen viel leichter merken. Die Geschichte denkst du dir dabei einfach selber aus. Wir machen mal ein Beispiel gemeinsam. Nehmen wir das Wort Karussell. Wie schreibt man das nochmal? Als Geschichte kannst du dir dazu einfach mal vorstellen, du bist jetzt gerade auf einem Karussell auf der Kirmes. Das Radio läuft und hinter dir reiten deine Freunde auf zwei Schlangen und zwei Löwen. Und wie schreibt man nun Karussell? Bei der Loki-Technik handelt es sich um die wohl älteste Mnemotechnik der Welt. Du verbindest dabei das, was du lernen willst, mit Orten, die du kennst. Du gehst dabei einen Weg an einem bestimmten Ort entlang und legst die Inhalte dann hier und da ab. Ein bisschen so wie ein Eichhörnchen. Die Raumlagezuordnung hilft dir beim Erinnern. So portionierst du deine neuen Wörter und hast keine endlose Liste mehr, die dich überfordert. Jetzt fragst du dich bestimmt, und wie mache ich das genau? Beispiel, ich bin zu Hause. Ich gehe zum Kühlschrank, sage, Moment, hier lerne ich die ersten drei Vokabeln. Und dann lerne ich die, wiederhole die halblaut, ich mache Gesten dazu, was auch immer. Wenn ich dann denke, so, die drei kann ich jetzt, weiter weg vom Kühlschrank, raus in den Flur, nächste Station, nächster Stopp, die nächsten paar Vokabeln. Es können natürlich auch andere Inhalte sein. Und wenn du gerade nirgendwo rumlaufen kannst oder magst, kannst du auch einfach deinen Körper nutzen und zum Beispiel etwas auf deinem Kopf, an deinem Handgelenk und an weiteren Stellen ablegen. Unsere verschiedenen drei Techniken funktionieren vor allem deswegen so gut, da sie mehrere verschiedene Bereiche in deinem Gehirn ansprechen. Denn immer wenn mehrere Areale zusammenarbeiten, lernst du am erfolgreichsten. Das heißt also konkret, dass du visuelle, haptische und motorische Reize mit deinem Lernstoff verbindest. Und das Beste daran,
Du trainierst dadurch auch deine Gehirnleistung. Nachhaltiger als zum Beispiel beim Gehirnjogging. Denn eines ist sicher, du kannst die Nutzung deines Gehirns aktiv verbessern. Deinen Lernerfolg hast du in der Hand. Wenn dir unsere Tipps gefallen haben, dann like doch gerne unser Video und schreib uns deine Lieblingstechnik in die Kommentare. Wenn du noch mehr rund ums Thema Sprache wissen möchtest, abonniere doch einfach den Kanal. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Sprachenlernen!